Alter, was geht ab, Leute, Junge? Wieder mit betäubtem Mund. Hat er wieder mal einen Termin zur Abformung, was weiß ich. Und zum ersten Mal gab es Komplikationen. Bisher war echt so keinerlei Schmerzen, mega krass verheilt. Der Arzt hat sich schon gewundert, so boah, echt krass verheilt alles und so, überkrass und so. Und dass ich auch null Probleme hatte, null Schmerzen. Ich hatte jetzt immer noch keine Schmerzen, aber das ist vom Montag nicht so krass verheilt, wie er es gerne hätte. Da musste was ein bisschen gelasert werden, die oberste Schicht. Und jetzt lassen wir das nochmal eine Woche heilen. Und dann wird erst in einer Woche das irgendwie abgeformt, damit dann das Implantat eingesetzt werden kann. Ja, das erste Mal Komplikation, aber leichte Schmerzen keine. Und jetzt geht es erstmal einkaufen. Kollege Minus Müller, Kuss geht raus, von den alten Yu-Gi-Oh! Zeiten, verfolgt uns und hat mir einen Tipp gegeben, dass Snipes einen eigenen Drink ausgebracht hat, Energy Drink. Und der soll gehypt sein, der soll was Besonderes, Spezielles haben. Revolutionäres, hatte er gesagt. Und den müssen wir jetzt erstmal finden. Das sind sie. Gefunden. 1,99 kostet eine plus 25 Cent Pfand. Bisher gab es nur diesen Geschmack, meinte der Typ. Und das Besondere ist dieses Terpene. Terpene sind die Geruchsstoffe der Pflanzen, die dieser leckeren Limonade ihren einzigartigen Geschmack verleihen. Okay. Erstmal schön kühlen. Ich darf eh noch nichts essen und trinken wegen der Betäubung. Übrigens, GoPro Hero 9, Hammer, 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 Hammer. Also ja, der Bildschirm hier vorne ist natürlich krank, dass man jetzt alles sehen kann, weil bisher habe ich nur das hier. Und jetzt kann ich hiermit alles sehen. Ja, das kam ohne das hier, das von meiner 8er, hat perfekt eingepasst. Ich weiß nicht, ob ich das extra bestellt habe oder ob das bei der 8er einfach mit dabei war. Und dann habe ich Extras für die gekauft. Wirklich die perfekten Extras habe ich für die gekauft. Einmal dieses Mod-Kit. Mit dem hier für Ton und das Licht habe ich extra gekauft, also das Licht ist krass. Puh. Für, was weiß ich, wenn wir mal brauchen, also in Pogo-Zeiten hätten wir das krass gebraucht bei den Scanner-Touren. Echt perfekt. Das passt perfekt hier drauf, dann kann man das hier durchstecken und dann passt es hier drauf. Das ist genau wie meine 8er, die ich geliebt habe, schön handlich, im Alltag, plus einfach verbessert, also. Bisher taugt sie mir richtig krass. Kennt ihr die Leute, die das so lange wie möglich drauflassen? Und jetzt switchen. So. Mein Zahn oder Mund geht's wieder besser. Ich glaube, wir können das jetzt trinken. Da fällt es auch schon raus. So, da sind sie. Oder S, weil es ja nur eine Sorte. Ich probiere eins. Design, Verpackung. Ist fresh. Juicy Orange. Juicy. Super saftig. Müssen wir natürlich testen. Sipping the good life. Limonade ist es. Kein Energy Drink. Ja. Logo von diesem Can Life. Marihuana-mäßig angehaucht. Aber ist kein Marihuana-Blatt. Und ja, das orange Zitrone in die Richtung geht es. Also ich dachte, Geruch wird jetzt krank, weil die ja meinten, sind die Geruchstoffe der Pflanzen, die dieser leckeren Limonade ihren einzigartigen Geschmack verleihen, aber okay. Ja, ist okay. Hatte was anderes erwartet, ein Geschmacksaroma-Kick. Ist fruchtig, schmeckt frisch. Kennt ihr diesen Marihuana-Hanf-Tee oder Hanf-Eistee oder sowas? Dieser Schweizer Orangene oder allgemein irgendwelche Sachen, die
Hanfgeschmack oder so werben. Das schmeckt leicht danach. Aber nicht ganz, also nicht dieses starke Hanfgeschmack, aber so leicht danach schmeckt es. Ist frisch, ist erfrischend, ist okay, ist fruchtig, mit so einem leichten, komischen, man weiß nicht genau, was es ist, ist wahrscheinlich dieses Terpene, aber für 2 Euro würde ich es mir nicht nochmal holen. John Brock übrigens mit einem Eistee am Start, Suchttee, ab morgen Freitag, also wenn ihr das seht heute, große Premiere in so NRW gegen Bielefeld und so habe ich gesehen. Mit Mois und so am Start ein bisschen Promo machen und je nachdem wann die verfügbar sind, suche ich die natürlich und dann checken wir die ab. Ja, kriegt von mir eine 2 von 5 Saftigkeitspunkte. Daily Vlog ist geschnitten. Das war das mit dem Brattee Bali Edition. Ich habe mir jetzt was zu essen bestellt, chillen und um 20 Uhr gibt es einen Livestream, nicht von mir, sondern von Bitcoin2Go und mein Steueranwalt, Herr Philipp Hornung, ist am Start und beantwortet ein paar Steuerfragen. Das wird sehr interessant und das will ich mir auf jeden Fall live geben. Ich schaue mir gerade ein bisschen Burger an. Essen ist gerade angekommen. Der Liefertyp so, kommt halt so rein, also klingelt und dann sehe ich sein Shirt. Dreimal könnt ihr raten, was für ein Shirt er anhatte. Bitcoin! Also habe ich ihm jetzt nicht extra Trinker gegeben, ich hätte ihm so oder so Trinker gegeben. Ich habe ihm dann gesagt, yo, ich feiere dein Shirt, Digga. Bitcoin Beste. So, was haben wir da alles bestellt? Reis, okay. Extra Reis habe ich bestellt, stimmt, weil ich habe mir einen wieder richtig saftig Grillteller geholt. Mit extra Reis. Oh, Leute. Heftig. Der Laden soll gut sein. Einer der besten Lieferservice, oh, ein bisschen Brot noch. Lieferservice in München. Einmal im Leben heißt der. Also ich muss sagen, mega heiß noch. Sieht echt super aus. Burger macht Essenspause. Ja. Schauen wir mal, was wir uns da essen gönnen. Aha, sie ist ein Gojo Satoru-Fan. Das soll Burbel sein. Das ist Gojo Satoru. Der ist krass, also den geht gerade krass ab. Ist ja momentan kleine Pause, weil der Mangaka sich überarbeitet hat, krank ist. Was er auch krank ist halt. Jede Woche, stell dir vor, jede Woche ein Chapter rausbringen. Das heißt nicht nur Story, sondern auch Zeichnen, Storyboard. Jede Woche, Mann. Oh, mega. Was geht bei mir so, Leute? Also was geht bei euch? Schreibt das gerne in die Kommentare. Hongs Tour, tote Hose. Aber ich habe ich ja am Anfang der Woche erzählt. Ich lasse es auch erstmal ein bisschen ruhen, ein bisschen mit Absicht schleifen und schauen wir mal, wann der Kollege sich mal meldet. Ich will mal, dass er von sich aus sich meldet. Mal schauen, ob wir da für immer warten müssen oder ob er tatsächlich mal von sich aus sich meldet und irgendwas macht. Das heißt, wir sprechen auf jeden Fall über... Das ist er, Leute! Philipp Hornung von Winheller! Zu krass, Digga! Ist der nächste Morgen. Ich war unterwegs und bin gerade nach Hause gekommen und gönn mir erstmal. Es ist. Wobei, ne. Taugt nicht so. Ich wollte sagen, es ist nicht so schlecht. Klar, es ist kühl und erfrischend, aber Synergy tausendmal besser. Ich bin voll auf Synergy geblieben. Vor allem nicht für den Preis. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Auch nicht zum Probieren. Taugt überhaupt nicht. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram. Nicht Facebook und Twitter, das haben wir früher gesagt. Nur noch Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Heute ist Freitag. Ich weiß gar nicht, ob wir heute live sind, weil ein paar von den Jungs sind in Mallorca. Vielleicht in
DeFi und Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Das war's von mir. See you's business und ciao.